Die Rede ist von einer historischen Wende. Die Europäische Zentralbank erhöht erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt den Leitzins, und zwar überraschend deutlich von 0 auf 0,5%. Und Banken müssen nicht mehr draufzahlen, wenn sie überschüssiges Geld bei der Zentralbank parken. Mit der Zinswende reagieren die Währungshüter auf die Rekordinflation im Euroraum. Flankiert werden sollen die Maßnahmen mit einem neuen Antikrisenprogramm. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Lagarde betonte, Ziel sei es, die Inflation in der Eurozone wieder auf 2% zu begrenzen. In Übereinstimmung mit unserem starken Engagement für unser Preisstabilitätsmandat, da hat der EZB-Rat heute Entscheidungen getroffen, um mittelfristig wieder auf unser Inflationsziel von unter 2% zu kommen. Wir haben die drei EZB-Zinsraten um 0,5% erhöht und die Schutzmechanismen auch noch verstärkt. Der EZB-Rat hat es für notwendig gehalten, jetzt einen ersten Schritt auf dem Weg der Normalisierung zu gehen, der ja schon angekündigt war bei der vorherigen Sitzung. Diese Entscheidung basiert auf unserer erneuten Beurteilung des Inflationsrisikos und auf der Grundlage der KPIs, der Währungs- und Geldpolitik. Wir wollen die Inflation wieder auf unser Mittel langfristiges Ziel zurückführen, indem wir jetzt tatsächlich auch die Inflationserwartungen noch stärker berücksichtigen und auch die Nachfrage entsprechend berücksichtigt wird. Und so wollen wir unsere Inflation mittelfristig wieder senken. Für die bevorstehenden Sitzungen werden weitere Zinsschritte dann angemessen erscheinen. Heute kommen wir aus der Phase der Negativzinsen heraus, und das ermöglicht es uns jetzt, einen Übergang zu schaffen, der auf der Ebene der einzelnen EZB-Ratssitzungen weitere Entscheidungen treffen wird. Unsere weitere Zinspolitik wird von den Daten abhängen und davon abhängen, ob wir mittelfristig unser 2% Inflationsziel erreichen. Zu unserer Geldpolitik werden wir weitere Optionen auch erörtern, um zu sehen, in welcher Form wir Einlagen weiterhin noch vergüten können. Es ist jetzt wichtig, genau diese Maßnahmen zu treffen, um die Maßnahmen der Geldpolitik effizient zu gestalten. Und wir werden jetzt die Geldpolitik weiter normalisieren. Das Protektionsinstrument wird dafür sorgen, dass unsere geldpolitischen Entscheidungen tatsächlich sich im gesamten Euro, in der gesamten in Eurozone auswirken werden. Unser Ziel ist jetzt, das ist eine Voraussetzung für die EZB, dass wir auch unser Mandat zur Gewährleistung der Preisstabilität erfüllen können. Unser Ziel ist es tatsächlich, die Inflation zu senken und unerwünschte Marktdynamiken tatsächlich auch zu verhindern, die die Geldpolitik und die Stabilität der Geldpolitik nachhaltig tatsächlich bedrohen würden. Das Ausmaß unserer weiteren Zinssteigerungen wird abhängen von der Wirkung auf die Inflation. Unsere Anleihekäufe werden wir nicht einschränken. Sie sind nicht von vornherein ausgeschlossen. Die Anleihekäufe werden es ermöglichen, dass wir tatsächlich auch noch effizienter für die Preisstabilität sorgen können. Soweit EZB-Chefin Lagarde. Und wir sprechen über Details und Hintergründe mit Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt am Main. Herr Wolf, wie hat denn die Börse auf die erste Zinserhöhung seit 11 Jahren reagiert? Man könnte fast sagen, fast wie aus dem Lehrbuch haben die Finanzmärkte reagiert. Denn der Euro ist ob der gestiegenen Zinsen gegenüber dem Dollar gestiegen. Und die Aktienkurse haben den Rückzug angetreten, denn diese Zinsanhebung ist ja etwas höher ausgefallen, als man das erwartet hatte. Der deutsche Aktienindex steht jetzt aktuell immer noch relativ deutlich im Minus mit 123 Punkten oder 1% bei 13.158 Punkten. Und auch an den Anleihemärkten tut sich was. An den Anleihemärkten leihen sich ja unter anderem Staaten Geld. Und die werden in Zukunft etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, denn auch diese Zinsen sind gestiegen.
Bevor wir auf die Zinserhöhung noch weiter eingehen, kurz der Blick Richtung Italien. Inwieweit werden denn Börse und EZB durch den Rücktritt vom italienischen Ministerpräsidenten Draghi unter Druck gesetzt? Nun, die Regierungskrise in Italien hält eigentlich die Märkte ganz massiv im Bann, denn Italien ist ein hochverschuldetes Land und die Zinsen, die das Land zahlen muss, die sind deutlich gestiegen in den vergangenen Tagen und auch heute wieder. Sie fallen aktuell doppelt so hoch aus wie die Zinsen, die der deutsche Finanzminister zahlen muss. Und da klafft schon eine Schere auseinander. Und das ist genau das Problem, das ja auch Christine Lagarde skizziert hat mit dem neuen Interventionsprogramm will man dafür sorgen, dass sich diese Anleihezinsen wieder angleichen, dass also eine Art Chancengleichheit der Staaten besteht, wenn es um den Schuldendienst geht. Ziel der Zinserhöhung ist ja, die Inflation zu dämpfen. In welchem Umfang soll oder könnte das geschehen? Nun, Ziel der Europäischen Zentralbank ist ja, die Zinsen wieder auf ein Niveau um die 2% zu drücken. Das kann man nicht über Nacht schaffen. Aber das, was heute passiert ist, das wertet man an den Finanzmärkten schon als ein Zeichen der Entschlossenheit. Die ganze Zeit über war ja davon die Rede gewesen, die Zinsen würden um einen Viertelpunkt angehoben. Jetzt ist es ein halber Punkt geworden, eben als ganz klares Zeichen, wir nehmen die Inflation ernst und wir machen etwas dagegen. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass schon im kommenden Jahr sich die Inflationsraten wieder in Richtung Normalmaß zurückbewegen können. Allerdings muss man sich auch ehrlich machen und sagen, gegen die stark gestiegenen Rohstoffpreise kann auch eine Notenbank wenig unternehmen. Denn es handelte sich dabei ja durch den Angriff Russlands auf die Ukraine um einen Angebotsschock. Das heißt, auf einmal fehlte das Angebot an Energieträgern und das hat eben die Preise ins Kraut schießen lassen. Und dem kann man mit höheren Zinsen auch nur schwerlich begegnen, höchstens dergestalt, dass die Industrie, dass die Unternehmen ihre Investitionen zurückfahren und dann eben weniger Rohstoffe verbrauchen. Das könnte sich preismildernd auswirken, aber nicht so drastisch, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Welche Auswirkungen hat die Zinserhöhung jetzt auf die Verbraucherinnen und Verbraucher? Ja, die hängen absolut zwischen Baum und Borke im Moment. Auf der einen Seite bekommen sie wieder ein bisschen Geld auf dem Tagesgeldkonto. Es gibt ein bisschen Geld auf dem Festgeldkonto. Das heißt, die sogenannten Strafzinsen sind abgeschafft. Wenn man viel Geld bei der Bank parkt, muss man eben keine Parkgebühren mehr bezahlen. Das ist das eine. Das andere ist, dieser Zins ist nicht auskömmlich. Denn die hohe Inflation frisst diesen Ertrag natürlich komplett wieder auf. Mehr noch, es wird eigentlich Vermögen vernichtet durch die hohe Inflationsrate und den Minizins. Auf der anderen Seite wird es schwieriger, wenn man Kredite aufnehmen möchte, denn diese werden jetzt teurer. Die Immobilienkredite haben sich in den vergangenen Monaten so gut wie verdreifacht von den Kosten her. Das zeigt schon, wohin die Reise gegangen ist. Aber auch hier sagt man, das könnte sich wieder normalisieren, denn jetzt ist ja der erste Schritt gemacht zu höheren Zinsen. Es ist angekündigt, dass die Europäische Zentralbank Schritt für Schritt, Sitzung für Sitzung neu überlegen wird. Also einen massiven Auftrieb befürchtet man da im Moment nicht. Dann lassen Sie uns noch mal kurz über den Zeitpunkt dieser Zinserhöhung sprechen. Was sagen denn Beobachter dazu? Es ist der unglücklichste aller Zeitpunkte, muss man ganz klar sagen. Denn im Moment ist es so, die Euro-Wirtschaft steht auf der Kippe, droht in eine Rezession abzufallen. Und normalerweise, was macht man gegen Rezessionsgefahren? Man senkt die Zinsen. Diese Möglichkeit haben natürlich die Notenbanken im Moment nicht. Und sie haben gleichzeitig die Inflation im Nacken, der sie jetzt mit steigenden Zinsen begegnen. Also ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, aber jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um zu zeigen, dass man eben entschlossen ist, etwas zu tun. Auch auf die Gefahr hin, dass sich die Wirtschaftsleistung deutlich abschwächt. Aber da hat eben die Europäische Zentralbank nun das riesige Problem, dass sie natürlich sich die Preisstabilität, also das Inflationsziel von 2%, auf die Fahnen geschrieben hat. Auf der anderen Seite aber natürlich auch es nicht sehr gern sehen würde, wenn die Euro-Wirtschaft in die Rezession abgleiten würde. Aber diese Gefahr ist natürlich sukzessive vorhanden. Stefan Wolf an der Frankfurter Börse, vielen Dank für Ihre Informationen und Einschätzungen.